für den kommenden Schlusstag Rocky Garbon, Schlegel, Sandro. Viel Vergnügen! Ganz herzliche Gratulation zu dem Sieg in deinem Heimatkanton. Der erste Sieg, das ist etwas Besonderes. Ja, genau. Vor allem, weil ich die letzten Jahre nicht so überzeugen am eigenen Fest. Ich bin nie in den Schlussgang gekommen, konnte nie wirklich vorne an der Spitze mitschwingen. Und dass das heute der Fall war, erfreut mich natürlich sehr. Ich habe gestaunt ab den vielen weiblichen Fans, die dich am Schluss verküssen und gratulieren und auch die anderen. Du hast einen rechten Namen hier im Bündnerland. Maienfeld und Flims ist jetzt gleich noch ein bisschen auseinander. Aha, nein, das ist recht nah zusammen eigentlich im Bündnerland. Ja, nein, es ist natürlich schön, wenn man so eine Unterstützung hat von den Leuten. Ich versuche das auch so beizubehalten, eigentlich einen guten Kontakt an den Leuten eigentlich zu sein. Aber es ist manchmal nicht ganz so einfach, wenn man in der Konzentration drin ist und halt einfach mal durchläuft, ist es nicht immer einfach. Jetzt hast du es ja heute viermal können lernen. Du bist ja schon ein wahnsinniger Kerl. Vier Kantonalfeste hast du besucht, viermal bist du im Schlussgang gewesen. Sprachlos? Ja, nein, nicht. Also ein bisschen vielleicht schon, aber ja. Das sind jetzt alles kantonale im NOS-Gebiet und ich freue mich jetzt auch sehr auf die Festruhe, das NOS das Team ist und wo wir die anderen fordern sollen. Und das wird sicher am Schwarzsee, Weissenstein und nachher bei mir jetzt am Eidgenössischen noch der Fall sein, wo man eigentlich ein Team ist im NOS und das freue ich mich sehr auf das. Jetzt hast du noch ein Fest vergessen im Berg. Schwegalp, ja. Richtig. Also wir freuen uns natürlich auch auf deine weiteren Gänge. Also nächstes ist jetzt NOS. Und da schauen wir natürlich gespannt wieder, wie du da schläfst. Vielleicht noch einen Blick auf die 6 Gänge von heute. Du hast zuerst nicht gerade einen Ringengegner gehabt. Ist auch nicht so ein schöner Gang gegen den Kindlimann Fabian. Kurz Kommentar. Ja, ein bisschen ein verbissener Kampf von mir auch. Zu wenig Akzent können setzen. Ja, wenig Risiko genommen, verdient, dass ich nur gestellt habe. Dann hast du zwei Kanzer gehabt, die du gewinnen konntest. Dann noch zwei Teilverbandskanzer, der Toggenburger Wickli Bert. Vielleicht zu dem noch ein Wort? Ja, ich glaube, ein Schlüsselgang war für mich. Dort ist wirklich ein schwieriger Gegner. Er ist gut in der Defensive, aber auch gefährlich, wenn er kommt. Dort bin ich sehr froh, dass ich gewonnen habe. Und nachher Böhler Ernst. Habe ich gerade sauber verwünscht dort. Er hat auch wirklich gut gezogen. Er hat ein sehr gutes Fest gezeigt heute. Und im Schlussgang Sandro Schlegel. Er ist sicher von der Verletzung zurückgekommen. Aber ich muss sagen, er ist jetzt in einer aufstrebenden Form. Und ich sehe viel Potenzial. Also, dass er sicher eine gute Form wird haben im Sommer. Immer in der Voraussetzung, dass wir gesund bleiben, das wünschen wir dir ja auch. Ich bin wirklich stolz auf das Bündner Team.
Und ich hoffe, dass das NOS-Team auch parat ist und dass wir dort wirklich Gas geben können. Wunderbare Schlusswort. Alles Gute, Amon. Bleib gesund und wir freuen uns auf die nächsten Feste von dir. Merci vielmals.